Servus, liebe Whisky-Freunde. Thema heute: drei Bourbon-Empfehlungen für unter 30, unter 40 und unter 50 Euro. Ich weiß, in letzter Zeit mache ich echt ein bisschen viel amerikanischen Whisky, habe ich selber jetzt festgestellt. Jetzt steht ja dann auch noch das Charity-Event vom Whisky Waiter, wo die Ash und ich am 2. Oktober Jack Daniels verkosten werden. Wer da noch ein Tasting-Set will, meldet sich bitte gerne, entweder in die Kommentare oder über Instagram, Bavarian Redneck Whisky, oder auch gern bei der Ash unter Ash's Whisky, auch auf Instagram zu finden. Warum ich in letzter Zeit so viel Bourbon mache: es war Sommer und im Sommer trinke ich von Haus aus schon mal weniger Whisky. Und da greife ich dann tatsächlich eher mal vor allem zu Bourbon. Und zum Abschluss haben wir gedacht, weil jetzt kommt dann wieder die Herbstzeit, beziehungsweise die ist eigentlich tatsächlich eh schon voll im Gange, da mag ich dann eher dann einmal ein bisschen die sherry-lastigeren Schotten, ja, oder auch gerne mal irgendwelche besonderen Finishes, Portwein oder irgend sowas. Das kommt jetzt dann im Winter und im Herbst wahrscheinlich wieder eher drauf als Bourbon. Ja, Bourbon unter 30 Euro gibt es natürlich viele. Ich wollte dann aber auch nicht einfach irgendeinen Standard nehmen. Empfehlenswert wären zum Beispiel auch der normale Buffalo Trace. Ja. Auch ein Maker's Mark ist durchaus gefällig, gerade so als Easy Sipper. Aber ich habe mir gedacht, welcher Whisky für unter 30 Euro hat er richtig was zum Bieten, und da fällt bei mir die Wahl, mittlerweile habe ich ihn ja einmal probiert, ganz klar auf den Wild Turkey 101. Der hat 101 Proof, daher kommt auch der Name 101. Das sind 50,5 Volumenprozente und den kriegt man für roundabout, ja, also 25, 26 Euro. Ist ein wirklich toller Whisky, der zwischen 6 und 8 Jahren reift in frische Eichenfässer und wie gesagt mit knapp über 50% abgefüllt wird. Der hat natürlich ein tolles Geschmacksprofil dann auch im Vergleich zu anderen Standards, die ja dann meistens mit 40, manche vielleicht noch mit 43% abgefüllt sind, und ist wirklich eine Kaufempfehlung, ja, für jemanden, der vielleicht auch gerade mit Bourbon allgemein ein bisschen angefangen hat und vielleicht eher so aus der schottischen Richtung kommt und da vielleicht stärkere Abfüllungen gewohnt ist. Ich glaube, dass euch der richtig gut gefallen kann. Machen wir gleich weiter, oder? Ja, heute uns ja nichts auf, heute. Für unter 40 Euro einer meiner absoluten Lieblinge in meinem Video zu den meinen drei Lieblingsbourbon, die ich aktuell daheim habe, war der nicht dabei, weil ich den erst auch wieder seit kurzem da habe. Aber eigentlich habe ich von dem sehr häufiger Flaschen da, und das ist der Eagle Rare aus dem Hause Buffalo Trace, auch ein Kentucky Straight Bourbon mit 45%. Und das Tolle an dem ist, der ist 10 Jahre gereift, was für ein Bourbon wirklich eine lange Zeit ist. Ja. Für einen Schotten war das absolut katastrophal, aber 10 Jahre in frische Eichenfässer zu lagern, ist halt der absolute Wahnsinn. Und mit seinen 45% hat er für mich optimale Trinkstärke. Ja, ich mag ja, es gibt gute mit 40%, überhaupt keine Frage, aber ich finde 43% soll jetzt ein Whisky schon haben, 46%, wenn er hat, ist optimal, ja, und mit 45% ist jetzt der Unterschied wahrscheinlich nicht mehr so groß. Den kriegt man ja so zwischen 36 und 40 Euro. Der ist also ganz knapp an der Grenze, aber einer von meinen absoluten Lieblinge. Und der ist schon wirklich extrem süffig. Ja. Also gerade im Sommer draußen am Lagerfeuer, nach dem Grillen oder so, greife ich doch relativ häufig zu dem. Noch häufiger greife ich allerdings zu dem, zu unserem letzten Kandidaten jetzt, für unter 50 Euro. Und den habe ich bestimmt schon
100.000 Mal in meine Videos erwähnt, ja, weil er einfach mein absoluter Lieblingsbourbon ist. Mit nur 43,2%. Was ihn halt auch wieder extrem süffig macht, ja. Da kann es auch passieren, dass ich mal an einem guten Abend zwei, drei Glas halt trinke, vor allem in Gesellschaft. Allein natürlich nicht, gell. Also, Alkohol ist ja da immer gefährlich. Hier auch nochmal der Hinweis: trinkt verantwortungsbewusst. Aber wenn ich in guter Gesellschaft bin und ich habe einen Woodford Reserve Double Oaked, da darf es dann ruhig auch mal ein Glas halt mehr sein. Der ist auch zwischen, also da wird spekuliert, dass der erst 6 Jahre in die frischen Eichenfässer und dann noch ein Jahr lang in die stark ausgebrannten, der Amerikaner sagt da gern Toasted dazu, in diese Fässer lagert und somit eine Reifezeit von ungefähr 7 Jahren hat. Genau finden tun wir es allerdings nirgends. Das ist reine Spekulation auch online. Von daher kann ich euch da keine Garantie geben. Aber den kriegt man auch für ungefähr 45 Euro. Und das ist mein absoluter Lieblingsbourbon. Natürlich darf es mich jetzt interessieren, was sind eigene Lieblingsbourbon? Was sind vielleicht auch eigene Lieblingsbourbon in die Kategorien, die ich jetzt genannt habe? Muss allerdings natürlich nicht sein. Und wünsche euch jetzt alle noch einen schönen Abend. Ja, einen schönen Donnerstagabend. Und für morgen dann schon mal allen ein schönes Wochenende. Macht es gut, pfiat euch.